Hallo, hallo und einen wunderschönen Abend an euch alle. Da bin ich wieder. Ich habe gelernt, ich darf das auf keinen Fall vergessen. Bitte sagt mir kurz, ob ihr mich gut hören und sehen könnt. Und ihr seht, ich bin in einer neuen Umgebung. Ich habe ein neues Büro, das noch ganz clean ist. Es hat keine 100.000 Bücher noch und man kann mich gut sehen. Und ja, ich freue mich riesig, dass ich wieder da bin. Ich habe auch mein Büro so weit eingerichtet, dass ich mehr Videos machen kann, dass ich mehr Livestreams machen kann und so weiter. Und genau, also wenn jemand von euch mir kurz eine Rückmeldung gibt im Chat, ob man mich gut hört und sieht, ist es gut, weil dann mache ich einfach weiter. Genau. So, heute. Ja, ich sehe, ihr seht mich online. Leider sehe ich euch nicht, aber ich freue mich und ich stelle mir euch alle vor, wie ihr mir zuhört. Und heute möchte ich gerne über B1 sprechen. Und zwar, ich kann viel über B1 erzählen, aber ich würde gerne auf eure Fragen eingehen. Ich würde gerne schauen, wo sind eure Schwierigkeiten, was ist für euch kompliziert. Ich würde aber auch gerne wissen, lernt ihr in einem Kurs oder lernt ihr zu Hause oder seid ihr gerade dabei, euch zu entscheiden, lerne ich lieber zu Hause oder suche ich einen Kurs? Und am Ende erzähle ich ein bisschen über unseren B1-Kurs, aber das machen wir am Schluss. Erstmal schaue ich, dass ich möglichst viele von euren Fragen beantworten kann. So, vielleicht ganz kurz, falls hier ein, zwei Leute sind, die mich noch nicht kennen. Ich bin Maria und ich komme aus Riga, aus Lettland. Und ich lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Und Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Meine Muttersprache ist Russisch. Und ich habe mich mit der deutschen Sprache lange beschäftigt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich könnte sie vielleicht unterrichten. Also bin ich nach Deutschland gegangen, habe ein Lehramtsstudium gemacht. Also Lehramt studieren die, die unterrichten wollen, die in der Schule arbeiten wollen. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Am Ende habe ich dann angefangen, mit Erwachsenen zu arbeiten, also nicht in der Schule mit Kindern. Und jetzt bin ich komplett online und zwar nicht nur durch Corona, sondern seit 4 Jahren ist mein YouTube-Kanal online mit allen möglichen Videos, die kennt ihr ja sowieso. Und außerdem haben wir eine Online-Schule für Deutsch mit dem Schwerpunkt B2 und C1. Und manchmal, wenn wir ziemlich viele Anfragen bekommen, dann machen wir auch B1-Kurse. Wie gesagt, darüber sprechen wir später. Erstmal möchte ich schauen, was für Fragen ihr habt. Und ich möchte, also solange ihr nichts fragt, werde ich so ein bisschen erzählen, was ich finde besonders wichtig ist in B1. Und der Grund ist, wir arbeiten hauptsächlich mit B2, was relativ neu ist, und mit C1. Wir haben Kurse, sie heißen C1 mit Garantie und B2 mit Garantie. Und was bedeutet mit Garantie? Das bedeutet, dass wir mit den Leuten tatsächlich so lange arbeiten, bis sie ihre Prüfung bestehen. Denn soweit ich weiß, ist das immer die größte Angst. Was passiert, wenn ich einen Kurs mache und dann gehe ich in die Prüfung und falle durch und bestehe sie nicht? Was mache ich dann? Deswegen haben wir einen Kurs gemacht, der wirklich nicht oft diese Funktion anbieten muss. Also die meisten bestehen tatsächlich ihre C1-Prüfungen, wenn sie unseren Kurs gemacht haben. Und wenn aber irgendwas schief geht, es passiert, dass man sehr aufgeregt ist, es passiert, dass man, weiß ich nicht, schlecht geschlafen hat, einen schlechten Tag hat und dann klappt die Prüfung nicht und dann bestehst du sie nicht. Und in diesem Fall kommen sie einfach zurück in den Kurs und arbeiten mit uns bis zur nächsten Prüfung und dann schauen wir, ob sie die nächste bestehen. Also wir versuchen, den Stress zu reduzieren, den die Leute immer haben, wenn sie eine Prüfung bestehen müssen. Das Lustige ist, wir haben
mit dem C1-Kurs angefangen, also der Garantiekurs, der erste war C1. Und das war ziemlich verrückt, wie ihr wisst vielleicht. C1 ist wirklich ein kompliziertes Niveau. Und wir haben gesagt, wir machen das. Und es hat funktioniert. Also die Ergebnisse sind wirklich sehr beeindruckend und ich bin sehr, sehr stolz auf viele unserer Teilnehmer, die die Prüfung bestanden haben. Aber eine wichtige Sache oder mehrere wichtige Dinge habe ich gemerkt, während wir diesen C1-Kurs durchgeführt haben, dass die Dinge, die unseren Kursteilnehmern fehlen, in Grammatik, in Wortschatz, in Satzbau, oft nicht aus dem Ende von B2 kommen, sondern aus früheren Stufen, zum Beispiel B1. B1 ist so eine komische Stufe. Ihr kennt es, A1, ihr lernt die ersten Wörter, die ersten Sätze und ihr habt das Gefühl, wow, ich kann Deutsch, fast komplett. Es fehlt noch ein bisschen. Dann lernt ihr A2 und denkt, wow, ich habe noch mehr gelernt, ich kann noch besser Deutsch. Also jetzt bin ich fast fertig, oder? Dann kommt die Stufe B1, die für mich, als ich noch offline in Kursen unterrichtet habe, das war immer die langweiligste Stufe. Eigentlich dient B1 größtenteils der Wiederholung der Themen, die wir schon hatten in der Grammatik. Und in B1 werden sehr viele Verben behandelt, sehr viele, also unregelmäßige Verben sowieso, reflexive Verben mit Dativ und Akkusativ, Verben mit Präpositionen und so weiter. Ihr kennt alle diese wunderbaren Themen. Dann wird noch Konjunktiv 2 geübt und Passiv, aber noch nicht sehr intensiv, denn die Lehrer sagen meistens, naja, das braucht ihr dann später in B2. Und was passiert? Die meisten Leute, die einen Kurs besuchen, sie hören so etwas wie, heute sprechen wir über Verben mit Präpositionen. Hier ist eine Liste auf 20 Seiten. Bitte nehmt diese Liste mit nach Hause und übt damit. Also ich kenne vom Beispiel meiner Tochter, sie ist 10, wenn man ihr eine Aufgabe gibt, dieser Art, und man sagt, mach das zu Hause, wenn du Zeit hast. Erratet mal, was passiert? Nichts. Sie macht nichts und vielleicht erinnert sie sich kurz vor dem Test, da war eine Aufgabe, die ich machen sollte. Genau dasselbe passiert im Kurs. Das Problem der Lehrer ist, sie haben nicht die Zeit, alle wichtigen Verben, alle wichtigen Grammatikthemen langsam und in Ruhe zu üben. Jeder Kurs ist normalerweise viel zu kurz und es geht darum, dass man die Themen ganz kurz anreißt. Der Lehrer zeigt euch Beispiele, so das ist Passiv, das ist Konjunktiv 2, das sind Verben mit Präpositionen und das sind noch andere Themen. Okay, wir gehen zum nächsten Thema. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr das kennt, schreibt mir kurz in die Kommentare, wenn ihr das Gefühl hattet im Kurs, die Themen waren viel zu kurz und viel zu oberflächlich behandelt. Das Problem dabei ist, es passiert nicht viel, wenn die Kursteilnehmer, die Schüler nach Hause gehen, diese Listen nehmen und alles schön zu Hause lernen und üben. Das machen viele, aber viele machen das auch nicht. Und dann passiert Folgendes. Die Leute, die in den B2-Kurs kommen, haben nicht ungefähr dasselbe Niveau, das gleiche Niveau, pardon, ich mache den typischen Muttersprachlerfehler. Sie haben nicht das gleiche Niveau. Sie haben vollkommen unterschiedliche Kenntnisse. Sie haben Lücken in der Grammatik, sie haben Lücken im Wortschatz. Und ganz wichtig, erinnert ihr euch aus der Mathematik an das Thema 1x1? Wir haben, als ich Kind war, in der Schule ganz, ganz viele Übungen gemacht mit 2x3 ist 5 ungefähr und 3x3 ist 9 und 4x3 ist 12 und so weiter. Wir haben wahnsinnig viel geübt. Was passiert in Kursen für Erwachsene? Uns wird gesagt, hier ist eine Liste, du findest Übungen im Buch, mach das bitte zu Hause, wir haben jetzt keine Zeit. Und dann kommen verschiedene Umstände. Umstände bedeutet, der eine macht den Deutschkurs und arbeitet parallel, hat nicht so viel Zeit.
Die andere macht den Deutschkurs und hat zu Hause 4 Kinder. Das heißt, sie kommt nicht wirklich zum Hausaufgaben machen und so weiter. Das heißt, sie wissen zwar, dass es diese Themen gibt, aber sie haben keine Zeit, es zu üben. Und vielleicht erinnert ihr euch an die allerersten Stunden in A1, wo ihr die unregelmäßigen Verben gelernt habt. Ihr habt wie ein Gedicht gelernt, was weiß ich, lesen, las, gelesen, laufen, lief, gelaufen. So habe ich das jedenfalls irgendwann gelernt vor vielen, vielen Jahren. Und so müsste man das eigentlich mit sehr vielen Themen machen, so wie in der Mathematik. Und jetzt stellt euch vor, wenn jemand in der Schule in Mathematik das Thema 1x1 verpasst hat. Oder er weiß ungefähr, was das ist, aber er kann das nicht auswendig. Wenn jemand sagt, wie viel ist 8x8, dann muss er erstmal ein Blatt Papier nehmen und einen Stift und ausrechnen. Und sowas macht man nicht. Man weiß einfach, dass 8x8 64 ist und fertig. Ja, die Frage ist, was macht man in diesem Fall? Oder was kannst du tun, um das zu vermeiden? Ganz wichtig ist, du musst beachten, wenn du im B1-Kurs bist, dann ist dein Ziel nicht einfach nur den B1-Kurs abzuschließen oder die B1-Inhalte zu lernen, sondern weiterzugehen. Dein Ziel ist auch nicht die B1-Prüfung. Es ist schön, wenn du die Prüfung machst, aber was kannst du in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz mit einem B1-Zertifikat machen? Ich bin nicht sicher. Du kannst ein paar Dinge machen, aber arbeiten auf einem Job, wo du ein bisschen mehr Geld verdienst als ein Pizzalieferant? Ich glaube nicht. Die Menschen, mit denen ich arbeite und der Grund, wieso wir B2 und C1 gemacht haben an Kursen, ist, weil du B2 brauchst zum Arbeiten mindestens. Und wenn du mich fragst, brauchst du eigentlich eher C1 und du brauchst C1, um in Deutschland zu studieren. So, das bedeutet, wenn du den B1-Kurs als eine Stufe zu deinem Ziel siehst, also du gehst nicht in den B1-Kurs und lernst die Grammatik, weil du denkst, naja, ich muss das jetzt lernen, es ist B1 und alle lernen, also muss ich auch lernen. Das ist eine Philosophie von einem Schaf. Ein Schaf denkt, alle gehen nach rechts, ich gehe auch nach rechts. Sei bitte kein Schaf, ich möchte jetzt nichts Böses sagen, aber die Menschen sind oft, ja, ich weiß es nicht, sie machen das, was die anderen auch machen. Und ich finde das gefährlich. Ich finde, jeder von uns sollte in der Lage sein, eigene Ziele zu stecken und sie zu erreichen. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen zu ihren Zielen begleitet. Und wisst ihr, was das Tollste ist an meiner Arbeit? Wenn ich die Menschen spreche, die ihre Prüfung bestanden haben, die ihr Diplom anerkennen lassen haben, und die in Deutschland arbeiten können, sie haben leuchtende Augen. Sie sind so froh. Ich werde nie vergessen, wie ich einen Herzchirurgen begleitet habe zu seiner Prüfung. Und später hat er noch andere Prüfungen dann ohne mich gemacht. Aber dieses Gesicht, er hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen als das, was ich zu Hause gemacht habe. Ich bin Chirurg. Diese Hände haben so viele Leben gerettet. Ich muss das hier auch machen. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe, weiß ich nicht, 6 Monate, um das Niveau C1 zu erreichen. Objektiv gesehen ist das viel zu wenig. Objektiv gesehen kann man in 6 Monaten nicht C1 erreichen. Aber, es gibt ein Aber, wenn du eine richtig starke Motivation hast, wenn du weißt, was du willst, dann kannst du auch C1 in 6 Monaten lernen. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber ich sage, dass es möglich ist. Und das ist das Wichtigste. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, naja, was soll ich jetzt lernen und soll ich dieses Thema lernen? Soll ich diesen Wortschatz lernen? Mit welchem Buch soll ich lernen? Das sind Fragen auf einem niedrigen Niveau. Du musst anfangen bei diesem Niveau. Wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Welchen Beruf möchte ich ergreifen? Was möchte ich hier machen? Möchte ich fließend sprechen?
möchte ich mit Muttersprachlern so sprechen, dass sie sagen, wow, und du sprichst Deutsch als Fremdsprache, wirklich? Es gibt nichts Schöneres als solche Kommentare. Oder wenn jemand zu dir sagt, echt, du bist keine Muttersprachlerin, ich war sicher, du bist Muttersprachlerin. Ich erzähle sehr gerne diese Geschichte über den Taxifahrer in Berlin, die ein bisschen was über mich aussagt. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich keinen Akzent habe im Deutschen oder keinen russischen Akzent. Ich müsste technisch gesehen russischen Akzent haben, aber ich habe keinen. Wenn ich mir große Mühe gebe, dann kann ich mit Akzent sprechen, aber es muss nicht unbedingt sein. Also bin ich sehr stolz darauf, dass die Muttersprachler oft nicht verstehen, dass ich nicht aus Deutschland komme. Und dann war ich vor Corona in Berlin bei einem Event bei YouTube und ich fuhr Taxi und sprach mit dem Taxifahrer. Und dann sagt der Taxifahrer, ich kann seinen Dialekt, Berliner Dialekt, kann ich nicht imitieren, das funktioniert nicht. Sagt er, ja, Sie kommen aber nicht von hier. Und ich, verletzt in den Tiefen meiner Seele, fange an einen langen Monolog, wo ich erzähle, nein, aber normalerweise hört man doch gar nicht, dass ich nicht von hier komme, da, und erzähle ihm 10 Minuten lang, wie toll mein Deutsch ist. Dann hält der Fahrer an der Ampel, an der roten Ampel, dreht sich zu mir um, guckt mich so ganz skeptisch an und sagt, ich meinte, Sie kommen nicht aus Berlin. Und das war sehr witzig, weil er hat nicht gemeint, ich habe einen ausländischen Akzent. Er meinte, ich komme eben nicht aus Berlin. Und wenn ihr in Berlin seid oder Leute aus Berlin kennt, dann wisst ihr, dass der Dialekt, den man in Berlin spricht, sehr, ja, sehr distinkt ist. Also man erkennt ihn auf jeden Fall. Wenn ihr jemanden hört, der zum Beispiel ich statt ich sagt, das ist auf jeden Fall Berliner Dialekt. So, warum erzähle ich so viele Dinge, statt euch zu sagen, welche Grammatikthemen wichtig sind und so weiter? Die Grammatikthemen für B1 stehen in jedem B1-Buch und inzwischen auf ziemlich vielen Webseiten, YouTube-Kanälen und so weiter. Das ist nicht das Problem. Was sehr, sehr wichtig ist und was wir als erstes versuchen zu beheben, wenn wir neue Kursteilnehmer haben, zum Beispiel in C1 oder in B2, wir schauen, welche alten Fehler haben sie mitgebracht. Ich habe zum Beispiel gestern mit einem Kursteilnehmer aus unserem C1-Kurs gesprochen und ich spreche am Anfang, also wenn jemand den Kurs beginnt, ich mache so ein halbe Stunde Gespräch mit jedem 1:1 und wir unterhalten uns über Ziele und ja, ich möchte jeden Kursteilnehmer persönlich kennenlernen. Und es war ein Arzt aus der Türkei, der aber schon seit ein paar Jahren in Deutschland lebt. Er hat fließend gesprochen. Also man sagt auf Deutsch, er sprach wie ein Wasserfall, wirklich fließend, ohne zu stocken, ohne Akzent. Ich war sehr überrascht. Also der türkische Akzent ist normalerweise relativ stark. Ich kenne Türken, die sehr gut sprechen, aber das sind meistens die, die in Deutschland aufgewachsen sind. Er ist nicht in Deutschland aufgewachsen, aber er war als Kind einige Jahre in Deutschland und voilà, seine Aussprache ist fast perfekt. Was war das Problem bei seiner Sprache? Er sprach fließend, er hatte kein Problem zu jedem Thema mit mir zu sprechen, aber er hat zum Beispiel Artikelfehler gemacht. Er hat gesagt, nicht in der Arbeit, sondern in dem Arbeit. Oder er hat Deklination falsch gemacht oder irgendwelche kleinen Fehler, die mich sehr gewundert haben, weil ich gedacht habe, Moment, der Mann spricht fließend, das ist besser als C1 eigentlich, aber die Fehler waren aus A2. Wie kann das passieren? Ich glaube, je früher du anfängst, dich wirklich mit deinen Fehlern zu beschäftigen, also mit dem, was für dich am schwierigsten ist, mit den Themen, wo du die meisten Fehler machst, desto mehr Chancen auf Erfolg hast du. Was braucht man dafür? Normalerweise sieht der Kurs so aus, du gehst hin und es gibt Lektion 1, Lektion 2, Lektion 3 und es gibt das erste Wortschatzthema und wir sprechen
über die Länder, aus denen wir kommen, wieder. Wir haben in A1 darüber gesprochen, wir haben in A2 darüber gesprochen, okay, in B1 haben wir wahrscheinlich auch so eine Lektion. Wir sprechen über die Familie, wir sprechen über die Arbeit und so weiter. Und nebenbei sprechen wir über grammatische Themen. Das Problem ist, wenn zum Beispiel Miguel in der Lektion 2 Migräne gehabt hat und nach Hause gegangen ist, dann hat er ein wichtiges Thema verpasst. Da wurde passiv erklärt oder Konjunktiv 2 oder irgendwas anderes. Was passiert, wenn Miguel wieder zurückkommt? Er kann natürlich seine Kommilitonen fragen, so, wie war das nochmal passiv? Okay, aber sie haben meistens dann auch keine Lust, das lange zu erklären. Der Lehrer hat keine Zeit. Der Lehrer sagt, sorry, das haben wir gestern besprochen. Also geht Miguel weiter. Und vielleicht, wenn er Zeit hat, dann schaut er auf YouTube ein paar Videos, vielleicht von Maria über Passiv und weiß dann ungefähr, was das ist. Es kann aber sein, dass Miguel auf YouTube geht und dann erinnert er sich, dass es auf Netflix eine neue Serie gibt und dann schaltet er auf Netflix um und das war's dann. Er hat dann nie ein Video über Passiv angeschaut und irgendwann später in B2 stellt er fest, dass er nicht genug über dieses Thema weiß. So, das Problem ist, jeder klassische Kurs ist linear. Das bedeutet, wir fangen bei Lektion 1 an und wir gehen zu Lektion 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und genau so stellen wir uns Sprachenlernen vor. Wir denken, es ist, naja, ich muss zuerst dieses Thema lernen, dann dieses Thema, dann dieses Thema und irgendwann habe ich alle Themen gelernt und dann kann ich Deutsch. Ja, und jetzt kommt die böse Maria und sagt, nein, so ist es nicht. Eigentlich müsstest du Lektion 1 lernen, also Thema 1, dann Thema 2 und das Thema 1 wiederholen, dann Thema 3 und die Themen 1 und 2 wiederholen, dann das Thema 4 und die Themen 1, 2 und 3 wiederholen. Welcher Lehrer macht das? Normalerweise keiner. Wir haben im Unterricht, in den klassischen Kursen, nicht die Zeit, nicht die Möglichkeit und nicht die Lust wahrscheinlich. Also das Problem mit unserem Gedächtnis ist, warum beschweren sich so viele und sagen, naja, ich lerne und irgendwie gehen die Wörter in ein Ohr raus, in ein Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Wie passiert das? Es passiert folgendermaßen. Unser Gedächtnis ist ein bisschen wie eine Wiese. Eine grüne Wiese mit schönem Gras, vielleicht mit ein paar Kühen drauf. Ich habe das gestern bei einer französischen Konferenz erzählt, deswegen sorry, falls hier zufällig jemand dabei ist, der auch gestern dabei war. Ich wiederhole die Geschichte. Ich mag die Metapher einfach. Also, eine große grüne Wiese und da ist kein Weg. Wir können natürlich mitten durch die Wiese laufen, durch das Gras, kein Problem, aber man sieht immer noch keinen Weg. Wenn wir aber morgen wieder auf demselben Weg durch die Wiese laufen, dann sieht man schon ein bisschen, dass jemand durch die Wiese gelaufen ist. Und wenn wir jeden Tag dieselbe Strecke durch die Wiese laufen, irgendwann ist da ein Weg oder ein Trampelpfad, also ein Pfad, über den viele Leute oder Tiere getrampelt sind. Trampeln bedeutet laute Geräusche machen beim Gehen, so wie ein Mammut. So, was hat das mit dem Gedächtnis zu tun? Alles. Nämlich, wenn wir etwas lernen, zum Beispiel, ich gebe euch 20 neue Wörter und ich sage, bitte lernt sie. Wie macht ihr das normalerweise? Ihr nehmt die Liste und lest sie. Wort 1, Wort 2, Wort 3 mit Übersetzung. Dann lest ihr sie nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann sagt ihr, okay, ich habe die Wörter auswendig gelernt. Jetzt weiß ich sie. Was passiert dann? Wenn ich dich 2 Wochen später frage, weißt du noch die 20 Wörter? Dann wirst du sagen, was? Aber das war schon vor 2 Wochen. Ich habe sie alle wieder vergessen. Das Problem ist wie die Wiese. Wenn du heute 10 Stunden Deutsch lernst und ganz viele Wörter und ganz viel Grammatik und dein Kopf ist doppelt so groß wie normal und raucht, und dann denkst du, okay, den Rest der Woche brauche ich nichts mehr machen. Ich habe heute 10 Stunden gelernt. Come on.
Und dann stellst du fest, irgendwie alles, was ich gelernt habe, ist weg. So wie das Wasser aus der Badewanne. Was ist passiert? Wir haben den Effekt der Wiese vergessen. Wenn man etwas lernen will, wenn man wirklich langfristig, und ich betone langfristig, etwas im Gedächtnis behalten möchte, zum Beispiel unregelmäßige Verben oder reflexive Verben oder Verben mit Präpositionen. Im Deutschen sind die Verben super wichtig. Falls ihr nicht sicher seid, was ihr hauptsächlich lernen sollt, mit Verben macht ihr nichts verkehrt. Ich sage das nicht nur, weil ich zum Beispiel einen ganzen Kurs über Verben gemacht habe, weil ich dachte, ohne Verben geht es in der deutschen Sprache nicht. Du kannst viele andere Wörter minimal lernen, aber Verben musst du sehr, sehr gut können. Ja, wenn du also beliebige Informationen, aber sagen wir mal Verben, wirklich stabil in deinem Kopf haben willst, denk an die Wiese. Du lernst und nicht unbedingt so mechanisch. Also ich würde mich sehr langweilen, wenn ich so lernen würde, dass ich immer dieses, Moment, ich zeige euch, wie das normalerweise aussieht. Ihr habt normalerweise so ein Blatt, richtig? Ihr habt auf der einen Seite die deutschen Verben und auf der anderen Seite habt ihr die arabischen, russischen, spanischen, rumänischen und so weiter Verben. Und dann lernt ihr. Ihr sagt zum Beispiel, keine Ahnung, lesen, last, gelesen. Citat, read und keine Ahnung, die Übersetzung in eure Sprache. Und so lernt ihr und lernt ihr und lernt ihr und lernt ihr. Aber wenn ihr das nicht mit dem Prinzip der Wiese macht, also heute wiederholt, dann in 2 Tagen nochmal wiederholt, dann in 3 Tagen nochmal wiederholt und so weiter, dann kommen diese Wörter hier rein und da wieder raus. Und ich glaube, unser Gehirn ist wie ein sehr, sehr cleverer Computer. Und unser Gehirn schaut, okay, diese Wörter, die du gelernt hast, hast du sie benutzt? Und du sagst, ja, ja, gestern 10 Stunden lang. Und das Gehirn sagt, nein, das gilt nicht. Wie oft hast du es benutzt? Hast du dieses Wort in den letzten 3 Wochen nochmal benutzt, nach diesen 10 Stunden? Und du sagst, nein, aber ich benutze diese Wörter doch gar nicht. Und zu Hause spreche ich Arabisch, Russisch, Rumänisch, Englisch, irgendwas anderes, aber nicht Deutsch. Ich benutze diese Wörter nicht. Ich brauche sie später für die Prüfung. Was macht das Gehirn? Es macht dasselbe wie eine gute Putzfrau. Es schmeißt die unnötigen Verben oder unnötigen Wörter oder unnötigen Informationen, Namen, Telefonnummern und so weiter, schmeißt es weg. Und stellt euch vor, wenn unser Gedächtnis alles speichern würde, alle Informationen, die wir jemals irgendwo gesehen, gehört, gelernt, gelesen haben, stellt euch vor, wie viel Müll hätten wir im Kopf. Wenn ich mich an jede Telefonnummer erinnern würde und an jeden, weiß ich nicht, was es noch gibt, also an jede Kontonummer, an alles, was man so im Kopf haben kann, an die Namen aller Menschen, denen ich jemals begegnet bin und so weiter. Ich glaube, es wäre sehr, sehr viel Information. Deswegen ist unser Gehirn sehr smart und sortiert aus. So wie Marie Kondo, kennt ihr Marie Kondo, die Japanerin, die hilft beim Aufräumen? Genau so jemand, ich glaube, wir haben alle eine kleine Marie Kondo bei uns im Kopf, die sorgt dafür, dass wir die Dinge, die wir irgendwann gelernt, aber dann nicht mehr benutzt haben, wieder vergessen. Ihr könnt es sehr einfach testen, wenn ihr versucht, euch an irgendwelche Inhalte aus dem Chemieunterricht der 7. Klasse zu erinnern, vorausgesetzt, ihr seid nicht Chemiker, Ärzte oder Leute, die mit Chemie zu tun haben. Dann, okay, ich habe in Chemie hauptsächlich Drachen, Prinzessinnen und Vampire gezeichnet. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich hatte damals nicht wirklich viel gelernt. Aber das Prinzip ist, wenn du deinem Gehirn kommunizieren möchtest, hey, das ist wichtig, das brauche ich nicht nur heute, sondern in 3 Wochen und in 6 Monaten und ich brauche das immer. Das bedeutet, ich brauche das in meinem Langzeitgedächtnis. Also das Gedächtnis, das eigentlich für immer immer für eine lange Zeit die Informationen speichert, dann musst du wiederholen, wiederholen, wiederholen. Aber unser Gehirn ist so schlau, dass es sagt, nee, wenn du ganz monoton wiederholst, also wenn du so eine
Liste hast, wie ich hier gezeigt habe, und dann lernst du jeden Tag 3 Stunden so. Und du liest und liest und liest. Und irgendwann sagt dein Gehirn, langweilig, nächstes Thema. Oh, Netflix, oh, Eichhörnchen, oh, Kätzchenvideos auf YouTube. Und weg war deine Konzentration. Was ist eine viel bessere Methode beim Üben? Du kannst möglichst verschiedene Methoden anwenden. Und da muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Es ist super wichtig, wirklich super wichtig, dass du weißt, wie du lernst. Und jetzt sagt dir wahrscheinlich, naja, ich bin kein Lehrer, ich habe keine Ahnung, wie ich lerne. Es ist sehr einfach. Erstens gibt es im Internet ganz viele Tests, wo du herausfinden kannst, was für ein Lerntyp du bist. Ein Lerntyp ist zum Beispiel jemand, der visuell ist. Jemand, der visuell veranlagt ist, muss alles sehen. Also zum Beispiel, wenn du mir 10 Wörter nennst, nur akustisch, also ich sehe die Wörter nicht, zum Beispiel, wenn das mein Spanischlehrer macht, höchstwahrscheinlich werde ich die Wörter sofort wieder vergessen. Ich bin ein visueller Mensch, unter anderem. Wir sind selten nur visuell oder nur auditiv oder nur kinästhetisch. Wir sind immer eine Mischung. Aber es gibt immer einen dominierenden Sinn. Das heißt, ich muss erstens, ganz wichtig, etwas sehen, damit ich mir das merken kann. Ich merke mir das Bild von dem Wort, das ich lernen möchte. Und zweitens, ich bin auch kinästhetisch veranlagt. Kinästhetisch ist ein furchtbares Wort, aber es bedeutet nichts anderes. Es muss mit Bewegung, mit einem Gefühl verbunden sein. Das heißt, in manchen Schulen lernen die Kinder die Buchstaben, wenn sie schreiben, Alphabet, nicht indem sie sie auf Papier schreiben, sondern indem sie sie in Sand schreiben oder indem sie diese Buchstaben aus Steinen machen und so weiter. Oder aus Knete oder aus Legosteinen. Oder sie backen Plätzchen in Form von ABC-Buchstaben und so weiter. Und dann hängt es nur von der Kreativität des Lehrers ab, wie viele verschiedene Methoden es gibt, wie man Buchstaben lernen kann. Was will ich damit sagen? Ich möchte nicht, dass ihr nächstes Mal, wenn ihr etwas lernt, zum Beispiel reflexive Verben, dass ihr einen Kuchen backt für jedes reflexive Verb, das ihr lernen möchtet. Also ich mache mit euch nicht zusammen Diät und Fitness und Jogging, wenn ihr das macht. Das Problem ist, wenn du weißt, was dein dominierender Lerntyp ist, also ist es visuell, sehen, auditiv, hören und kinästhetisch. Wenn du einen Test machst, und es gibt wirklich ganz viele kostenlose Tests im Internet, auf allen möglichen Seiten für Psychologen zum Beispiel, dann kannst du schon ein bisschen besser verstehen, wie kannst du besser lernen. Zum Beispiel, das ist auch eine Geschichte, die ich sehr gerne und oft erzähle, in einem meiner letzten Kurse, also als ich noch offline unterrichtet habe in einer normalen Sprachschule, war eine Frau, es war ein B2-Kurs. Sie kam in der Pause zu mir und hat fast mit Tränen gesagt, du Maria, ich kann mir die Wörter nicht merken. Ich muss sie hören, damit ich mich daran erinnern kann. Und dann sagte ich so, okay, das ist sehr ungewohnt, denn wir sind meistens visuell und noch etwas anderes. Da sagt sie, nein, ich bin Dirigentin von Beruf und ich habe das absolute Gehör. Das heißt, ich habe das musische Gehör und ich brauche ein Wort nur hören und dann habe ich mich schon daran erinnert. Dann habe ich das mir eingeprägt und ich werde es für immer behalten. Und das war für mich eine Lektion. Ich habe etwas gelernt, dass die Teilnehmer in meinem Kurs völlig unterschiedlich lernen. Die eine muss zum Beispiel Mindmaps und farbige Bilder malen, um diese Wörter aufzuschreiben. Das ist zum Beispiel auch mein Fall. Also wenn ich eine Liste aus Wörtern habe, kann ich sie ganz schlecht lernen. Aber wenn ich irgendein Schema aus diesen Wörtern mache, ja, ich mache so eine Grafik mit irgendwelchen Bildern, am besten noch ein paar Drachen und Vampire dabei, aber ich muss es
irgendwie grafisch verarbeiten. Mit möglichst vielen Farben vielleicht noch. Und dann werde ich mich viel besser an diese Wörter erinnern. Aber das ist meine Sache, meine Persönlichkeit. Und ihr müsst einfach rausfinden, was bei euch funktioniert. Dazu gehören zum Beispiel auch solche Dinge wie: Bist du ein Morgenmensch oder bist du ein Abendmensch, ein Nachtmensch? Ich bin definitiv kein Morgenmensch. Also für mich war die Schulzeit ganz schmerzhaft, weil ich dann sehr früh aufstehen musste. Und ich musste als Kind, ich glaube, 1,5 Stunden in die Schule fahren. Also ich musste durch ein Feld zu Fuß laufen, dann musste ich mit dem Zug fahren, dann musste ich umsteigen, dann musste ich mit dem Bus fahren und dann noch ein Stück zu Fuß laufen, weil meine Mutter wollte, dass ich in ein gutes Gymnasium in Riga gehe. War toll, aber wie gesagt, 1,5 Stunden jeden Morgen, das war ziemlich anstrengend. So, und wenn du weißt, und ich meine, wir Erwachsene können eigentlich, ja, wir können besser steuern, wie wir etwas lernen. Die Kinder in der Schule haben normalerweise keine Chance. Wenn der Lehrer visuell ist, dann malt er Bilder an die Tafel. Wenn der Lehrer nicht visuell ist, dann malt er keine Bilder an die Tafel. Und dann haben alle Kinder, die in der Klasse eher ein visueller Lerntyp sind, dann haben sie alle Schwierigkeiten. In der Schule wird nie differenziert, wie lernst du? Bist du eher ein Morgenmensch? Kannst du dich morgens gut konzentrieren oder kannst du dich besser abends konzentrieren? Und das sind tausend Dinge, die muss man berücksichtigen. Deswegen, wenn mich jemand fragt: Maria, was muss ich für B1 lernen? Welches Thema ist wichtig? Und was muss ich zuerst lernen? Und was muss ich dann lernen? Dann sage ich: Weißt du, es gibt so viele Themen, die du klären musst, bevor du überhaupt auch nur ein Grammatikbuch aufmachst. Es gibt so viele Dinge und ich weiß nicht, warum man das nicht in jeder Sprachschule und generell in jeder Schule zuerst als Crashkurs macht, damit jeder weiß, okay, ich bin visuell, ich muss auch Dinge immer aufschreiben, also ich bin ein bisschen kinästhetisch, ich muss immer Notizen machen, wenn ich etwas höre, kann ich das nicht so gut behalten und so weiter. Das sind ganz banale Dinge, die wir über uns wissen. Wir wissen zum Beispiel, welches Essen für uns gut ist. Wir wissen, okay, wenn ich das esse, dann geht es mir gut. Wenn ich das esse, habe ich Bauchschmerzen. Oder wenn ich das esse, dann habe ich 30 Minuten später wieder Hunger. Das sind Informationen, die wir über uns selbst haben. Oder wir wissen, ich kann mich zum Beispiel abends wunderbar konzentrieren. Zum Beispiel, ich kann Livestreams machen, munter wie ein Pinguin. Und aber für andere Menschen wäre das eine Tortur. Es wäre ja um 8 Uhr abends, wenn sie zum Beispiel diese Prüfung B1 oder B2 oder irgendwas um 8 Uhr abends machen müssten, das wäre ihr Tod. Also sie könnten das nicht machen. Und so weiter. Und es gibt viele Faktoren, sie sind nicht kompliziert herauszufinden, aber man muss es einfach über sich wissen und fertig. Genauso wie du weißt, welche Allergien du hast zum Beispiel oder ja, ob du leicht frierst oder nicht so leicht frierst, ob du dich immer warm anziehen musst oder nicht. Das sind Dinge, die musst du wissen. Das sind deine Werkzeuge beim Lernen. Ja, stell dir vor, du kommst in die Schule, egal ob du jetzt in einen Kurs gehst oder ob du anfängst selbst zu lernen zu Hause. Und was sind deine Werkzeuge? Nicht nur Papier und Stift. Bevor du Papier und Stift nimmst, musst du über dich selbst rausfinden, wie lerne ich überhaupt. Und es ist übrigens sehr, sehr hilfreich, sich vorzustellen, ich bin kein Tabula rasa, wie man so schön sagt, ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Man kann mir nicht einfach sagen, vergiss alles, was du weißt, wir lernen heute Deutsch. Wir fangen mit Lektion 1 an. Das funktioniert so nicht. Also, wenn ich ein Bild finde, das ich gestern für die Konferenz gezeichnet habe, dann zeige ich das euch. Es ist nämlich so, wir lernen nicht objektiv. Es gibt keine Themen, die für B1 für alle wichtig sind. Das ist komisch, ich weiß. Normalerweise lernt ihr, dass es gerade so ist. B1 bedeutet, du musst dieses, dieses, dieses Thema wissen und du musst die und die Grammatik können und dann, wenn du das alles gelernt hast, dann bist du vorbereitet auf die Prüfung. Genau, also normalerweise stellen wir uns einen Kurs,
Hier steht jetzt A1, es war ein Beispiel von der Konferenz gestern, aber im Prinzip kannst du hier jede Nummer schreiben. Du kannst A2, B1, D8 und so weiter. Also, wir stellen uns das immer so vor, so wie das im Buch auch steht, so wie das im Kurs ist. Zuerst Block 1, Lektion 1, Thema 1, dann 2, dann 3 und irgendwann bei 5 oder 25 hast du alles gelernt und bist bereit für die Prüfung. So. Ich sage euch, es sieht so aus. Es sind konzentrische Kreise. Nämlich in der Mitte der Punkt, das bin ich. Das sind alle wichtigen Dinge, die ich über mich wissen muss. Und diese Dinge sind wie ein Filter. Und dieser Filter, den benutze ich überall. Egal, was ich lerne, ob es eine Sprache ist oder Programmieren oder Managing oder egal was. Warum ist dieser Filter so wichtig? Dieser Filter sortiert die Informationen für uns. Es ist so, unser Gehirn hat noch eine Besonderheit, nämlich es sammelt sich Informationen, die irgendwie zu dem passen, was es schon hat. Wenn ich zum Beispiel mich mit dem Thema Ernährung lange beschäftigt habe und ich habe Artikel gelesen und Videos angeschaut und Vorträge angeschaut, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Wenn ich dann eine neue Information zum Thema Ernährung bekomme, zum Beispiel eine Freundin schickt mir einen Link, hier ist ein Artikel auf Facebook, lies mal, das ist ganz interessant, es gibt eine tolle neue Diät, du kannst 50 Kilo in 3 Tagen abnehmen und so weiter und so fort, dann was passiert mit dieser Information? Mein Gehirn analysiert diese neuen Informationen und vergleicht sie mit dem, was ich schon habe. Und es sagt, das ist interessant, nein, das stimmt nicht, ich habe andere Informationen und so weiter. Also unser Gehirn ist gar nicht so blöd und es interessiert sich für Informationen, die irgendwie dazu passen, was wir hier schon haben. Es ist so ein bisschen wie Lego. Stellt euch vor, Lego-Steine, sie heißen Steine, sind aber keine Steine, Lego-Teilchen, wären rund. Einfach so rund wie eine Kugel. Was könnte man aus diesen Kugeln machen? Nicht sehr viel. Aber Lego-Steine sind so, dass man sie zusammenstecken kann. Man kann etwas bauen. Und genauso ist unser Gedächtnis. Und genauso ist unser Gedächtnis zum Beispiel für Wortschatz, wenn wir eine Fremdsprache lernen. Was passiert, wenn du dich für ein Thema brennend interessierst? Dann ist dein Gehirn wie SpongeBob, wie ein Schwamm. Er saugt die ganzen Informationen auf und versucht, diese Informationen irgendwie zu dieser Lego-Figur, die du schon im Kopf hast, damit zu verbinden. Und es schaut, okay, passt es nicht, kann man daraus etwas bauen? Und das Problem ist, wenn du zum Beispiel irgendein Thema hast im Unterricht, das dich überhaupt nicht beschäftigt, wirklich. Also du hast dir noch nie darüber Gedanken gemacht, zum Beispiel, was gibt es für Themen? Sollten Jugendliche mit 16 Jahren den Führerschein machen dürfen oder nicht? Führerschein mit 16, ja oder nein? Wenn ich mich mit diesem Thema nie beschäftigt habe, ich kann nicht Auto fahren, ich habe keinen Führerschein, ich möchte keinen Führerschein und so weiter, also ein Beispiel, dann wird dieses Thema an mir vorbeigehen. Ich kann es lesen, ja, es sind irgendwelche Wörter, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Informationen drin, aber es wird mich nicht berühren. Und das, was mich nicht berührt, daran werde ich mich nicht erinnern. Und jetzt ganz wichtig. Natürlich wäre die logische Frage, ja, aber soll ich nur die Themen lernen, die für mich interessant sind? Nein. Aber du solltest in jedem Thema etwas suchen, was dich interessiert, was irgendwie mit dem korreliert, was du schon in deinem Wissensspeicher, in deinem Gedächtnis hast. Und das ist die Schwierigkeit. Zum Beispiel, wenn du dich noch nie für Geschichte interessiert hast und es ist eine Lektion, da geht es um, weiß ich nicht, um die Geschichte der Bundesrepublik oder um die, ja, um wichtige Politiker in der Vergangenheit Deutschlands und den Mauerfall und was war 89 passiert in Berlin mit der Mauer. Hypothetisch, es interessiert dich nicht die Bohne, also überhaupt nicht, was da in Berlin 1989 passiert ist.
Es könnte aber sein, dass dich ein bestimmter Aspekt interessiert, zum Beispiel Fashion, Mode. Dich interessiert, was haben die Menschen 1989 getragen, welche Kleidung? Und schon bist du mitten im Thema. Was ich damit sagen will, egal was du lernst, und hier am Beispiel von B1, es gibt bestimmte Themen, die in der Prüfung kommen könnten oder auch nicht. Du kannst nicht alle Themen lernen, das ist nicht möglich. Du kannst mögliche, wahrscheinliche Themen lernen, weil sie in deinem Buch sind zum Beispiel. Und die Leute, die Bücher machen, sprechen normalerweise manchmal mit den Leuten, die Prüfungen erstellen. Also könnte das sein, dass wenn ein bestimmtes Thema im Buch ist, dass dieses Thema auch in der Prüfung kommt. Okay. Aber wenn wir kurz überlegen, dass wir ja nicht nur für die Prüfung lernen, es ist nicht nur wichtig, die Prüfung zu bestehen, es ist wichtig, dieses ganze Wissen, was ich in B1 gesammelt habe, diese wunderbare Basis, die wir brauchen, um weiterzugehen, diese Basis muss so stabil sein, dass wir dann in B2 nicht total schockiert da sitzen und denken, oh mein Gott, was sind das für Themen? Was ist Passiv? An dem Tag war ich krank. Und was ist Konjunktiv 2? Keine Ahnung. An dem Tag hatte meine Katze Geburtstag. Ich war nicht da. Und so weiter. Also, was ich damit sagen will. Es ist super wichtig, dass du die Verantwortung übernimmst dafür, wie und was du lernst. Überraschung. Normalerweise denken wir, aber ich bin kein Lehrer. Ich gehe in die Schule. Und dann bringt mir der Lehrer das bei, was wichtig ist. Und jetzt möchte ich dir die schockierende Wahrheit demonstrieren, nämlich niemand kann dir irgendwas beibringen. Niemand kann Informationen in deinen Kopf legen. Ich sage das ab und zu, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich sehr gerne meine Deutschkenntnisse über ein USB-Kabel in deinen Kopf transportieren. Und dann würdest du morgen aufwachen und du würdest genauso gut Deutsch sprechen wie ich. Das wäre schön, oder? Irgendwie langweilig, aber irgendwie schön. Naja, das funktioniert leider nicht, aber du bestimmst, wie du lernst, was du lernst, wann du lernst. Und da geht es, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um die Disziplin. Ich höre das so oft. Naja, er kann noch kein Deutsch, er hat nicht die Disziplin, wirklich regelmäßig zu lernen. Es geht nicht um die Disziplin. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein sechsjähriges Kind, das irgendwas total begeistert und motiviert macht? Es hat ein Geschenk bekommen, ich weiß es nicht, ein Puzzle zum Beispiel, oder es hat malen gelernt, oder es bastelt irgendwas. Dieses Bild, wie ein Kind komplett absorbiert ist von dieser Tätigkeit. Es hört nichts, es sieht nichts. Die Mutter sagt 7-mal, komm essen. Das Kind hört sie nicht. Es ist gerade so spannend. Wenn du in so einem Zustand lernst, dann bist du wie ein Magnet für Wissen. Du sammelst das einfach und es funktioniert wirklich alles so wie zack, 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 zack. Und dann hast du so wie ein Lego-Haus, Lego, weiß ich nicht, Lego Friends hast du im Kopf. Und stell dir vor, gute Deutschkenntnisse sind so wie ein ganz kompliziertes Lego-Haus. Wenn du dieses Lego-Haus mit viel Spaß baust und wirklich genießt, du genießt den Prozess. Es klingt so blöd, es klingt wie in diesen Motivationsvideos. Der Weg ist das Ziel. Ich mag normalerweise diesen Spruch nicht so besonders. Ich finde, das Ziel ist auch sehr wichtig. Es ist wichtig, dass du visualisierst, wie ist es, wenn du dein Ziel erreicht hast? Wie wird es sein, wenn du fließend Deutsch sprichst, wenn du deinen Job machen kannst in Deutschland, wenn du studierst, egal was du dir vorstellst, wenn du ein Business anfängst, zum Beispiel in Deutschland, und du musst zur Bank gehen und wegen eines Kredits etwas besprechen und du sagst dann nicht, okay, ich komme mit einem Dolmetscher, der mir alles erklärt, sondern du sprichst einfach wie ein Wasserfall, du sprichst wie ein Muttersprachler. Wenn du dir das vorstellen kannst, und jetzt, wenn wir beim Beispiel mit der Bank bleiben, wenn du dir vorstellen kannst, wie du in diesem Büro in der Bank sitzt und du sprichst mit dem Büro, mit dem Bankmitarbeiter, und du kannst dir vorstellen,
welche Farbe seine Krawatte hat und was auf seinem Schreibtisch noch alles steht. Da ist ein Foto von seiner Tochter und eine eine Kaffeetasse, es ist schon spät, und so weiter. Wenn du dir das vorstellen kannst und du stellst dir noch diesen aromatischen Kaffee vor und dann siehst du noch, keine Ahnung, also versuch dir eine Situation, eine Zielsituation so genau wie möglich vorzustellen. Nicht nur visuell, sondern was siehst du, was hörst du, was riechst du, was schmeckst du? Vielleicht schmeckst du den teuersten Champagner, den es gibt, weil etwas gefeiert wird. Es wird, weiß ich nicht, dein Buch gefeiert, das du geschrieben hast über deine Zeit in Deutschland und oder deinen Weg nach Deutschland und so weiter. Also, das sind alles super, super wichtige Dinge. Und diese Dinge kann dir keiner beibringen. Du kannst es lernen. Du kannst mit deiner Motivation Berge versetzen. Das ist so ein Ausdruck. Man kann Berge versetzen mit Motivation und ohne Motivation. Man kann sehr viel, sehr lange und sehr ergebnislos lernen. Ich höre das leider sehr, sehr oft. Wir bekommen sehr viel Post, wo die Leute sagen, Maria, ich lerne 8 Stunden am Tag und ich weiß nicht. Und irgendwie, ich lerne und lerne und ich bin mit jedem Tag bin ich frustrierter und frustrierter und mein Deutsch wird nicht besser und ich habe keine Lust mehr auf Deutschland und auf gar nichts mehr. Was ist das Problem? Das Problem ist nicht die Disziplin. Das Problem sind nicht die Stunden, die du ins Lernen investierst. Das Problem ist, dein Lernen ist irgendwo hier geblieben. Es ist nicht hier angekommen. Es ist wirklich, warum bezeichne ich dieses Bild mit den Kreisen? Du bist hier drin und die Themen und alles, was du machst beim Lernen, sind die Kreise um dich herum. Du beschäftigst dich mit Themen, die dich interessieren. Wenn du Hunde magst, wenn du Yoga machst, wenn du gerne kochst, wenn du gerne reist und so weiter. Das sind alles diese Dinge, die mit reinspielen. Wenn du dich mit Themen beschäftigst, die dich interessieren, dann wirst du viel, viel schneller lernen. Und dann am Ende vergisst du, dass du eine Prüfung machen wolltest. Du machst sie, du bestehst sie und sagst, ja, ja, das habe ich geschafft, aber es war nicht so wichtig. Ich gehe weiter. Ich möchte B2 lernen, ich möchte C1 lernen und so weiter. Also, um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, B1 ist, oder egal welche Stufe, aber heute sprechen wir über B1, ist nicht nur eine Liste von Themen, eine Liste von Wörtern, eine Liste von Grammatikthemen und so weiter. Es ist viel, viel mehr. Es ist dein Mindset, es ist deine Einstellung und das bestimmt alles. Es ist, wie gesagt, dein Filter und es ist ein bisschen so dein Schlüssel zum Erfolg. Denn du kannst nicht mit dem Kopf durch eine Wand laufen, aber wenn du einen Schlüssel hast, dann findest du die Tür in dieser Wand und machst sie auf und plötzlich bist du an deinem Ziel. Und diese Vorstellung ist, glaube ich, sehr, sehr motivierend. Und wenn du dich nicht so sehr darauf fokussierst, dass die Prüfung so schwierig ist und dass du so viele Leute kennst, die die Prüfung nicht bestanden haben. Und dann hast du gehört, dass die Tante der Cousine des Nachbarn die Prüfung nicht bestanden hat und sie hat die ganze Zeit gelernt und. Wir hören immer so viel unnötiges Zeug und demotivierendes Zeug. Das ist noch der letzte Punkt, den ich dazu sage. Dein Mindset ist auch deine Haltung, deine Einstellung und deine Stimmung. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn du einen Tag hast, wo du sagst, ich kann Deutsch nicht mehr hören, ich habe Heimweh, ich möchte essen wie bei Oma zu Hause in meiner Heimat, ich möchte nicht in Deutschland sein, die Leute sind unfreundlich oder jemand war unfreundlich zu mir im Supermarkt oder egal, irgendwas ist passiert. Und du willst einfach kein Deutsch lernen. Du willst auch nicht in Deutschland sein. Das ist einer von diesen Tagen, wo du eigentlich nur nach Hause willst. Ich kenne diese Tage. Ich kenne sie sehr gut. Was passiert, wenn du an diesem Tag, wenn du an Disziplin glaubst, dich trotzdem so mit Gewalt an deinen Schreibtisch schleppst und sagst, nein, ich lerne die üblichen 3 Stunden, die ich normalerweise lerne. Der Effekt von diesem Lernen ist ungefähr so, wie wenn du mit einem gebrochenen Bein
für einen Marathon trainierst. Und du sagst, naja, gut, ich habe das Bein gebrochen, aber es ist nicht so wichtig. Es tut weh beim Laufen, aber ich muss den Marathon laufen oder ich muss bei den Olympischen Spielen irgendwas laufen und deswegen laufe ich. Ist das etwas Gutes, was du da tust? Nein, du kannst keinen Marathon laufen, wenn du eine Verletzung am Fuß hast. Das funktioniert nicht. Genauso kontraproduktiv ist es, wenn du frustriert und demotiviert bist, und das ist vollkommen okay. Es gibt solche Momente, es ist einfach so, wir sind alle Menschen. Nimm dir eine Pause an diesem Tag. Mach etwas Schönes. Hör nostalgische Musik aus deiner Heimat. Koche ein schönes Gericht aus deiner Heimat. Telefoniere vielleicht mit deiner Oma oder mit irgendjemandem und genieße diese Pause. Mach dir kein schlechtes Gewissen. Sag nicht, nein, nein, ich nur Deutsch, keine arabische Musik, keine russische Musik, kein russisches Kino, nein, nein, nur Deutsch, nur Deutsch. Wenn du merkst, die Motivation ist komplett weg und eigentlich möchtest du nichts mehr, dann mach eine Pause. Das ist so wie, wenn ich Ärztin wäre, ich würde wirklich Rezepte für Pausen verschreiben. Ich würde sagen, gönn dir bitte ein heißes Bad und schlaf richtig lange aus oder mach einen schönen Spaziergang oder mach irgendwas Schönes und entspann dich. Weil Disziplin in diesem Fall hilft es nicht wirklich. Es kann sein, dass Disziplin bei Leistungssportlern wirklich nützlich ist, aber in diesem Fall, du kannst nicht mit Gewalt lernen. Also du kannst dich nicht zwingen, etwas zu lernen. Genauso wie du nicht kannst, wie du dich nicht zwingen kannst, die Sprache zu lieben, sie gerne zu haben, sie gerne zu lernen. Und das ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema, wenn du die Sprache lernst, aber eigentlich denkst du, wisst ihr was, eigentlich, die klingt so scheußlich, die Sprache, und die Menschen sind unfreundlich und ich will das gar nicht lernen, dann solltest du dir überlegen, ob du vielleicht etwas Positives finden kannst oder vielleicht einfach eine andere Sprache lernst oder gar keine Sprache. Denn man kann nicht etwas lernen, was man hasst, was man nicht will. Ja, das Fazit von der ganzen Geschichte ist ungefähr so. Es gibt viele Dinge, die ihr selbstständig zu Hause machen könnt. Das ist absolut machbar. Man kann B1 zu Hause lernen, macht euch keine Sorgen. Ich empfehle, mit Gleichgesinnten zu lernen. Wer sind Gleichgesinnte? Die Menschen, die so wie du denken, die ähnliche Ziele haben wie du oder die gleichen Ziele haben wie du. Und es wäre schön, wenn du dich mit solchen Menschen umgibst. Es ist sehr schwierig zu lernen in einer Umgebung, wo du zum Beispiel der Einzige, die Einzige bist, die lernen will und alle anderen sind total demotiviert. Ich weiß, dass es oft das Problem ist in Integrationskursen zum Beispiel. Es gibt zwei motivierte Leute und alle anderen sitzen da und schauen auf die Uhr oder lesen Facebook und denken, okay, hoffentlich ist dieser Tag bald vorbei, dann habe ich noch einen Tag geschafft. Es ist sehr demotivierend. Also egal, wie hoch deine Motivation vorher war, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, in der Umgebung von solchen Menschen zu lernen. Das ist ein Problem, das nicht so leicht zu lösen ist. Du kannst nicht wirklich auf die Straße gehen und sagen, hey Leute, wer möchte mit mir Deutsch lernen? Aber was sinnvoll ist und was machbar ist. Wenn du Menschen suchst, die zum Beispiel auch die Prüfung ablegen wollen, die aber nicht bis zur Prüfung denken, sondern weiter. Sie denken, okay, ich mache B1, dann mache ich B2, dann arbeite ich, dann studiere ich und so weiter und so fort. Und was wir zum Beispiel in unseren Kursen geschafft haben, ich weiß nicht, warum das so ist. Es kann sein, dass ich so eine Art Magnet bin für interessante Menschen. Ich habe in meinen Kursen wirklich kaum, nee, eigentlich hatte ich keine, ich hatte keine langweiligen Menschen, keine Teilnehmer, die so lustlos und demotiviert waren und ja, okay, wenn du willst, dann bring mir Deutsch bei, aber eigentlich will ich nicht. Also, die Leute kommen, weil sie konkrete Ziele haben, weil sie motiviert sind, weil sie vielleicht so ein bisschen meine Motivation von YouTube übernehmen, die ich immer in die Kamera ausstrahle. Und dann kommen sie in unsere Kurse und ich höre wirklich, ich spreche fast jeden Tag mit Kursteilnehmern
Und sie sagen, wow, die Atmosphäre ist ganz, ganz besonders, weil rechts und links und neben mir sind Menschen, die genauso sind wie ich. Sie möchten auch lernen, sie möchten keine Zeit verlieren, sie möchten nicht ewig, weiß ich nicht, bei Lieferando arbeiten, sondern sie möchten etwas mehr vom Leben. Und ich habe nichts gegen Lieferando, aber ich meine nur, Lieferando kann nicht die Obergrenze deiner Träume sein. Also kein Kind, wenn man es in der Schule fragt, was möchtest du einmal werden? Kein Kind sagt, ich möchte Lieferando-Fahrer werden. Gibt es nicht, passiert nicht. Sie sagen, ich möchte Astronaut werden oder ich möchte, weiß ich nicht. Die meisten Kinder heute sagen, glaube ich, ich möchte YouTuber werden, sagt meine Tochter zumindest. Aber okay, meine Tochter kennt mindestens eine YouTuberin persönlich. Genau, also, was ist wichtig? Die gute Umgebung, also motivierte Menschen um dich herum, kompetente Lehrer, idealerweise Muttersprachler oder Leute, die die Sprache sehr gut beherrschen. Also ich zum Beispiel bin keine Muttersprachlerin, aber in meinem Team sind wirklich Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler gemischt. Das ist Absicht. Warum? Weil die Leute, die keine Muttersprachler sind, selbst die Sprache irgendwann gelernt haben und sie können sie oft einfach besser erklären, so wie ich zum Beispiel. Genau, was gibt es noch? Korrekturen sind super wichtig. Das ist etwas, was auch in dem B1-Kurs, den ich erwähnt habe und den ich jetzt noch ein bisschen beschreiben wollte, am 9. November, also am Montag, nein, doch Montag, beginnt unser 3 Wochen B1-Kurs. Und da gibt es viele verschiedene Aufgaben, viel Interaktives, viele Korrekturen, viel Interaktion mit Muttersprachlern, mit Lehrern. Bei uns ist es so, dass nicht ein Lehrer im Kurs sind, sondern ein ganzes Team von Lehrern, was super gut ist für die Prüfung, weil du unterschiedliche Sprecharten hörst. Also du hörst nicht nur mich, und ich weiß, ich spreche sehr deutlich. Denn viele sagen, Maria, ich verstehe dich, aber ich verstehe die Leute auf der Straße nicht. Ja, das ist leider so. Mich versteht man gut, aber es ist ja Professional Habit sozusagen, eine berufliche Gewohnheit, sehr deutlich und klar und langsam zu sprechen. Also ihr hört da unterschiedliche Lehrer. Ihr werdet überall korrigiert. Das ist das Beste. Ihr schreibt in der WhatsApp-Gruppe und ihr werdet korrigiert. Ihr könnt auch mit Audios zum Beispiel mit den anderen kommunizieren und mit den Lehrern. Die Audios werden auch korrigiert. Es gibt jeden Tag unterschiedliche Aufgaben zu Grammatik und Wortschatz und Prüfungsvorbereitung, TELC oder Goethe oder sogar ÖSD. Und es gibt Livestreams mit mir und es gibt Lerngruppen, wo ihr euch mit den anderen Kursteilnehmern austauscht. Und es gibt die Korrekturen der Hausaufgaben. Das heißt, wenn du einen Text schreibst, zum Beispiel für B1 brauchst du Briefe, dann bekommst du eine Korrektur, wo du siehst, wo die Fehler waren und du versuchst, diese Fehler nicht mehr zu machen. Ich muss sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich dachte, was kann man in 3 Wochen? Also ich sage immer, dass die B1-Kurse zu kurz sind und wir machen einen Kurs, der 3 Wochen dauert. Hallo? Und dann habe ich gemerkt, in 3 Wochen kann man aus Kursteilnehmern eine Rakete machen. Also sie gehen nach den 3 Wochen raus. Und was passiert? Die Wirkung vom Kurs, alles, was sie im Kurs gelernt haben, Lerntechniken, welcher Lerntyp bin ich, wie lerne ich am besten, welche Methoden wende ich an und so weiter. Man muss es dann nicht selbst irgendwo im Internet recherchieren. Das bekommt ihr alles fertig eingepackt von uns. Und nach diesen 3 Wochen, was passiert? Ihr geht nicht einfach nur raus und sagt, okay, ich habe die ersten 5 Lektionen aus B1 gelernt. Ihr geht raus und ihr wisst, wie ihr weiterlernt. Wenn ihr schon in einem Kurs seid, ist es übrigens trotzdem sinnvoll, unseren Kurs zu machen, weil ihr dann nämlich aus eurem Kurs viel, viel mehr rausholen könnt. Wir bekommen so viele Nachrichten wie, Maria, ich bin in einem Kurs, aber er ist so schlecht und wegen Corona hat es oft nicht stattgefunden und ich habe viel verpasst und die Lehrerin ist nicht motiviert und, und. Und die anderen Kursteilnehmer sind demotiviert und haben keine Lust zu lernen und. Es gibt so viele Dinge, die mich beim Lernen stören.
Unser Kurs ist so aufgebaut, dass du nach diesen 3 Wochen unabhängig rausgehst. Also du bist dann nicht gebunden an Deutsch mit Maria, sondern du gehst raus und du weißt, wie du selbst lernen kannst. Das Beste ist nicht nur Deutsch. Wenn du später denkst, okay, ich möchte auch mein Englisch verbessern oder Spanisch oder Russisch oder irgendwas, dann kannst du diese Methoden genauso anwenden. Also diese Materialien, die du bekommst, behältst du für immer und ewig und kannst sie auch in anderen Lebensbereichen anwenden. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich freue mich jedes Mal riesig auf jede Anmeldung, über jede Anmeldung in diesem Kurs, weil ich einfach das Gefühl habe, ich nehme die Leute an der Hand und ich führe sie 3 Wochen lang und danach kann ich sie loslassen und sagen, okay, und jetzt geht und macht es selbst genauso gut, wie ihr das in diesem Kurs gemacht habt. Ihr habt nach dem Kurs viele tolle Kontakte, ihr kennt Leute, die motiviert sind beim Lernen und ihr habt generell einfach viele verschiedene Kontakte zu Leuten, die auch Ausländer sind in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Also ich finde die Stimmung, die Atmosphäre in unseren Kursen einfach fantastisch und B1 bieten wir wirklich nicht oft an. Wir haben zuletzt im Sommer 2 B1-Kurse gemacht und danach kamen wir mit nicht mehr dazu und hatten andere Projekte im Kopf. Das heißt, dieses Jahr ist es das letzte Mal, dass wir B1 anbieten. Schauen wir mal, wie mit der Corona-Situation das alles weitergeht. Ich kann noch nicht gut für nächstes Jahr planen. Also dieses Jahr machen wir noch einmal den B1-Kurs. Ganz wichtig, habe ich vergessen, wenn du nicht sicher bist, ob dein Niveau ausreicht, dann kannst du auch zumindest technischen Support von uns haben in Russisch, Arabisch und Englisch auf jeden Fall. Und es gibt noch ein paar Sprachen. Also mein Team ist inzwischen sehr bunt gemischt, was Nationalitäten angeht. Das heißt, wenn du Angst hast, dass du zum Beispiel Russisch sprichst oder Arabisch und du wirst nicht alles verstehen, das ist kein Thema, das schaffen wir und wir nehmen notfalls die Teilnehmer aus unserem C1-Kurs und sie dürfen dann ein bisschen erklären. So, ja, auf jeden Fall, also ich habe euch jetzt so ein bisschen die Tür geöffnet und gezeigt, wie es bei uns in den Kursen aussieht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen neugierig gemacht. Wenn nicht, ist das auch kein Problem. Und jetzt möchte ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für eure Geduld bedanken. Es war über eine Stunde so spät am Abend und ihr wart noch voll dabei. Ich sehe immer die Zahlen, wie viele Leute da waren. Also es sind nur ganz wenige sind gegangen. Und ich finde es super, super toll. Stellt gerne noch Fragen im Chat oder schreibt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Die E-Mail kann euch Alex auf jeden Fall in den Chat schreiben, aber es ist einfach support@deutsch-mit-maria.de oder ihr findet mich auf der Facebook-Seite oder ihr schreibt einfach einen Kommentar, wenn es auf YouTube ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum B1-Kurs, aber auch zum B2, zum C1-Kurs, was haben wir noch zu unserem Medizinerkurs, schreibt uns einfach. Wir beraten euch gerne. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen, die ihr hattet zum Thema Lernen und zum Thema B1 beantworten. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend und wir sehen uns nächstes Mal bestimmt mit einem spannenden Thema. Und ganz wichtig, ihr seid die Besten. Ich habe die besten Zuschauer auf ganz YouTube, ich bin ganz sicher. Also, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao.